Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS 19, dem LP am Rande. Ja, unserer wöchentlichen Laberrunde. Ja, diese Woche bin ich ein bisschen spät dran, war mittlerweile schon Mittwoch. Und ja, ich habe in den letzten Tagen nicht so wirklich die Lust gehabt auf LS zum einen. Und ja, auch nicht, um irgendwelche Aufnahmen zu machen. Ja, momentan sind so ein paar andere Sachen doch etwas wichtiger oder stehen halt an und ja, belasten einen teilweise vielleicht auch. Aber gut, das ist alles nebensächlich, brauchen wir hier nicht großartig weiter drüber reden. Ist halt so, dass es auch Phasen gibt, wo mal nichts oder weniger kommt oder man auch gar nicht so die Lust zum Spielen hat. Ja, aha. Gut, vom Auflieger zum Dolly brauchen wir keine Leitung. Passt. Ja, genau. Ja, die Felder, die wir hier hatten, sind alle geerntet, neu angesät. Ich warte jetzt noch teilweise ein bisschen aufs Wachstum, um nochmal so die letzten Stufen düngen zu können. Das ganze Gespann hier vor uns ist jetzt mit Gerste beladen und die wollte ich verkaufen fahren. Hafen Nord. Also da oben hin. Gut. Das werden wir dann mal direkt machen. So, wie fahren wir da jetzt am ungeschicktesten hin? Ja, ihr seht es am Kontostand. Wir müssen verkaufen. Dass das hier auch mal wieder so ein bisschen, ja, vorangeht. Sicherlich könnte man auch im Maschinenpark mal so ein bisschen aufräumen. Aber das wäre ja langweilig. Ja, ein paar Pferde haben wir jetzt hier mittlerweile. Die sind auch schon so ein bisschen versorgt. Ja, dann habe ich noch von Kevin K98, von der LS Mod Company, dieses Pferdehelfer-Skript mit drin. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und ob das so hinhaut, wie es soll. Dass wir uns um die Pferde gar nicht mal so viel kümmern brauchen. Aber da gucken wir einfach mal. So, und dann stehen jetzt ja noch bald, ja bald, Feiertage vor der Tür. Ja, für mich allgemein irgendwie eine blöde Zeit. Ja, ich mag es einfach nicht. Das ist so, ja. Ist so die Sache, diese ganzen Feiertage und das Drumrum, alles was damit so zu tun hat, das geht mir alles eher auf die Nerven. Ja, ist halt bei mir so eine persönliche Sache, mag auch mit an familiären Dingen liegen. Aber es ist halt einfach eine Zeit, die ich nicht sonderlich mag. Wie gesagt, geht mir alles ein bisschen auf Nerven, schlägt dann auch so ein bisschen aufs Gemüt. Aber ja, muss man mit durch. So, dann ja, ist jetzt halt auch die Sache, ich weiß momentan nicht, wie das jetzt die nächsten Tage mit Videos weiterlaufen wird. Wird auf jeden Fall ein bisschen weniger werden, zumindest denke ich mal, ja, wird sich so bis Anfang des neuen Jahres hinziehen.
Ja, mal gucken, wie ich so zum Aufnehmen komme oder nicht. Ich will auch nicht allzu viel im Voraus produzieren. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, ihr werdet in der Zeit sicherlich auch andere Dinge zu tun haben oder Besseres zu tun haben, als euch irgendwelche Videos oder so unbedingt anzugucken. Gehe ich jetzt zumindest erstmal so von aus. Kann natürlich auch anders sein. Aber ja, wenn da jetzt erstmal eine Weile ein bisschen weniger kommt, denke ich mal, ist das nicht ganz so tragisch. Andersrum kann ich die Zeit dann auch so ein bisschen nutzen. Ja, so eine kleine Kreativpause. Und wieder so ein paar neue Sachen ausdenken. Ja, mal gucken. Vielleicht auch mal wieder mehr mit ein paar anderen Sachen, ja, beschäftigen und auseinandersetzen, dass da der Elan auch wieder kommt. Ja, momentan, LS19, weiß ich, alles ein bisschen zwiespältig. Ich meine, ich mag das Spiel, das auf jeden Fall. An und für sich macht es auch Spaß, aber es, weiß ich nicht, mir fehlt so momentan das gewisse Etwas. Um es mal jetzt einfach so grob zu sagen. Was ich jetzt doch auch immer mehr feststelle, ist, dass ich den Seasons Mod doch ein bisschen stärker vermisse. Im 17er war er ja nun im Allgemeinen nicht ganz so mein Ding, bis auch halt zum Schluss, wo ich auch als Silver Susan gespielt hatte. Da habe ich mich dann ja doch mehr damit auseinandergesetzt und habe den Mod doch auch schätzen gelernt. Und mittlerweile vermisse ich den hier doch ziemlich. Ja, das zum einen, klar, GPS wäre auch super, wenn man das wieder hätte. Das ist auch so eine der Sachen, die man mittlerweile ziemlich vermisst. Ansonsten bin ich modtechnisch ja, eigentlich bald wunschlos glücklich. Also fahrzeugtechnisch gibt das eigentlich nichts, was ich so wirklich vermisse. Da bin ich soweit auch mit den Standardfahrzeugen zufrieden. Bei mir sind es ja dann doch eher immer so kleinere Sachen im Detail, die ich an den Maschinen gerne anders hätte und anders haben möchte. Sprich, ich brauche halt meine Kennzeichen und so halt kleine Details wie Getränke, Handschuhe oder Werkzeuge in den Schleppern liegen haben. Weil so wie sie standardmäßig sind, ich sag mal, wenn jetzt irgendein Landwirt so ein Gerät oder so ein Fahrzeug halt in Benutzung hat, dann sieht die ja von innen auch nicht permanent so aus, als ob er gerade direkt vom Händler kommt. Da hat man nun mal hier und da was drin liegen und ja. Das sind halt so die kleinen Dinge, auf die ich bei den Fahrzeugen eher Wert lege und ja, vermisse. Ansonsten bin ich mit den Sachen soweit auch zufrieden. Was jetzt auch eigentlich noch mal ganz schick wäre, wäre wirklich eine schöne Map. Ich meine, die Standard-Maps sind jetzt so verhältnismäßig auch schon nicht verkehrt, aber denen fehlt auch so das gewisse etwas. Ja, alles nicht so einfach. Die Vögel, die machen hier auch komische Sachen. Interessant. So, gucken wir nochmal eben, was wir so im Lager noch haben. Da noch irgendwas von verkaufen können. Alles nicht so viel, ne?
Bahnstation Mühle, Hafen Nord. Ja, ja. Lohnt sich ja eigentlich auch nicht, ne? Wobei, ach, wir laden das, ja. Soja und Raps können wir auch noch verkaufen. Da fahren wir aber mit dem 6 eher. Mal so ein bisschen Abwechslung in die Sache bringen. Könnte natürlich auch mal wieder gewaschen werden, der Gute. So. Ja, Frontlader und Gabel lassen wir einfach mal dran. Oder? Nee, bauen wir ab. Möchte ich nicht mit rumschleppen. Ja, hier hinten stehen auch noch so ein paar Paletten, die ich mal betreuen könnte. Rum. So, dann gucken wir nochmal Sojabohnen. Wo gehen die hin? Bahnstation Mühle. Da fahren wir als erstes hin, weil die haben wir hinten drauf. Und da macht das Sinn, wenn wir den hinteren Anhänger zuerst leer machen. Bahnstation Mühle ist da. Okay. Ja, die Kreuzung hier ist auch so ein bisschen blöd gemacht.
meine, der Preis für die Sojabohnen, das sah ja eben ganz schick aus. Schade, dass wir davon nicht mehr haben. Ich weiß schon, warum ich im 17er den Verkehr im Haus hatte. So, was haben wir denn als Abtippseite bei dem links? Ja, passt. Ja, 43.000 für das bisschen, also. Das ist, ja, ich meine, gut, knapp 3000 dafür. Da wollen wir uns noch nicht beschweren. So, der Raps geht Hafen Nord. Da waren wir heute ja schon mal. Irgendwie. Aber dann fahren wir da nochmal hin. So, Augen zu und durch. Und nein, ich fahre nicht in die falsche Richtung, das ist alles so geplant. Ich wollte da vorne nur den Bogen nicht so eng fahren, wo es da bergab ging. Können wir lieber hier einmal so ein Stück außen rum und dann fahren wir hier am Fluss lang. Und solange uns jetzt der Verkehr nicht in die Quere kommt, sollten wir auch relativ zügig unser Ziel erreichen. Ah ja, hier sind unsere Pferde. Fällt mir ein, beim Händler habe ich auch noch einen Einstreuer stehen, den müssen wir auch nochmal hochfahren zum Kuhstall. Und dann sollten wir uns irgendwann auch mal Kühe zulegen. Wobei ich hier, glaube ich, vorher noch ein bisschen für mehr Futter sorgen will, beziehungsweise ich brauche da oben mehr Heu. Erfahrungsgemäß aus unserer Story weiß ich, dass die Kühe nun doch einiges verbrauchen. Und mit dem, was wir da haben, kommen wir wohl nicht so weit. Ja, jetzt geht der Tempomat hier nicht raus, ne? Im 17er war das ja noch so, sobald man selber dann wieder aufs Gas gestiegen ist, ging der Tempomat automatisch raus. Also Gas oder Bremse war ja egal, wo man drauf getrampelt ist. Und das macht er hier nicht mehr. Ja, wir fahren heute mal hier rein.
Slalom im Hafen. Oder auch nicht. Eieieiei. So, Abflugseite hat er auch links, das passt. Müssen wir hier nur irgendwie umkommen. Ja, da gab es auch noch mal 44.000 für. 90.000 mit dem bisschen gemacht, also. Ich bin zufrieden. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich wieder neu angesehen hatte. Ja. Auf einer Fläche habe ich Mais. Das habe ich auf die anderen Flächen gemacht. Naja, wir werden sehen, wenn es reif ist. Auf jeden Fall, ja, Soja und Raps haben sich jetzt mal gelohnt. Dafür, dass das auch nur so wenig war. Gut, ich habe jetzt hier auch halt die Einstellung für die Wirtschaft, also die Verkaufspreise auch einfach. Von daher, auf einer anderen Stufe würde das dann auch schon anders aussehen. Aber ja, dieser ganze Spielstand ist ja nun auch nicht so mit Ernst behaftet. Sondern eigentlich eher nur, um locker frei weg zu spielen. Ohne sich irgendwie großartig Stress zu machen. Das war ja hier so mein Gedanke. Also zumindest den Anfang hat man sich ja hier dadurch erleichtert, dass man sich ja entsprechend mehr Geld hatte, um sich den Fuhrpark und so alles zusammenzustellen. Und klar, jetzt geht das halt auch darum, ja, seine Gewinne zu erwirtschaften und damit weiterzuarbeiten. Weil einfach diese ganze Startgrundlage war hier nun mal anders. Ja, dann stellen wir das gute Gespann auch nochmal auf dem Hof wieder ab und dann soll es das hierfür auch gewesen sein. Ja, wie das denn in nächster Zeit weiterlaufen wird mit Videos und so, hatte ich ja gesagt. Ja. Und ich sag mal, wie gesagt, bis Anfang 2019 ja, wird jetzt nicht unbedingt regelmäßig was zu erwarten sein. Was an Videos kommt, das kommt und was nicht, das halt nicht. Und ja. Mit dem Beginn des neuen Jahres starten wir dann auch wieder mit neuen Elan voll durch. Und bis dahin schieben wir einfach mal eine ruhige Kugel. So, ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe doch, dass es euch mal wieder ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Und ja, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinschaut, wo und wann auch immer das sein wird. Bis dann, tschüss.